Er konnte Musik, die ihn zum himmlischen Thron emporhob, nicht hören. Er konnte Worte, die ihn vor Gott hinstellten, nicht verstehen. Aber er sah nur den einen in diesem Moment vor ihm. Dieser eine beugte sich deutlich vor, legte seine Hände an seine Ohrmuscheln und mit einem Finger ging er in den Gehörgang dieser Person hinein. Er schaute ihn an, den, der nichts hören konnte, den, der mit seiner Sprache nicht wirklich artikulieren konnte. Und dann schaute der eine auf zum Himmel und er seufzte. Etwas, was selten berichtet wird, dass er tut. Er seufzte laut, sah ihn an und sprach zu ihm, Hephatach. Und dann passiert etwas Fantastisches. Die Schallwellen, die das Hephatach produziert, dringen in unserem Ohr auf das Trommelfell. Das sind Druckwellen, die das Trommelfell vibrieren lässt. Dahinter sind drei Knochen, die die kleinsten Knochen sind, die wir alle besitzen. Hammer, Amboss, Steigbügel. Interessante Namen. Weil sie, so klein sie sind, diese Form haben und sie uns an diese Geräte erinnern. Und diese drei, vor allem das letzte Knöchelchen, der Steigbügel, die sind verbunden mit der Gehörschnecke, die da hinter dem Trommelfell liegt. Ein knöchernes Ding, das sich da windet und in dieser Windung ist eine Flüssigkeit, die nennen wir Perilymphe. Und der Steigbügel überträgt die Schwingungen, die das Trommelfell da gibt, auf diese Perilymphe. Und in dieser Gehörschnecke gibt es an den Wänden diese Hörzellen. Jede Hörzelle hat etwa 100 von Haaren, könnte man sagen, die da in diese Flüssigkeit hineinreichen. Und wenn die Flüssigkeit da wie eine Welle schwingt, wie eine Welle das weiterträgt, dann werden diese kleinen Haare der Hörzelle verbogen. Und wenn da genug Haare verbogen werden, dann macht die Hörzelle was Interessantes. Innen drin produziert sie positive Kaliumionen, die dann hingehen, um weiter zu der Spiralganglienzelle, mit der sie da verbunden ist, ein neues elektronisches Muster zu erzeugen. Da wird also, man nennt das, da wird ein Aktionspotenzial abgefeuert in diese Ganglienzelle hinein. Jede dieser Hörzellen ist mit so einer Ganglienzelle verbunden. Und wir haben hunderte solcher Hörzellen mit jeweils 100 Haarzellen angehängt. Und nachdem dieses Ganglion ein positives Signal erhält, feuert das einfach weiter über die Synapsen und es geht dann da hinten in den Hirnstamm hinein. Und der Hirnstamm ist so eine Art Verteilerstation und die schickt in Parallelstränge diese Signale an die äußere Hörrinde bei den Schläfenlappen. Und dort wird dann ein Muster produziert, je nachdem, welche dieser Hörzellen dort erneut feuern. Und so können wir dann plötzlich unterscheiden, ob ein Presslufthammer dröhnt, ob eine Bach-Kantate gesungen wird oder ein lieber Freund zu uns spricht. Und wir können sogar die Stimme des Freundes von den Stimmen anderer Freunde unterscheiden. Ist das nicht unglaublich? Hephatach, öffne dich.
Und plötzlich funktioniert das Hören. Fantastisch. Das Hören beschäftigt mich seit gut 3 Jahren wie nie zuvor im Leben. Das war nicht beabsichtigt, das hat sich so ergeben. Als ein Tumor meinen rechten Hörnerv zerstört hat, das Ding, was da eigentlich das Weiterleiten soll von der Cochlea zu dem Hirnstamm, da war es mit dem Hören dahin rechts. Und dafür bekam ich einen gehörigen Tinnitus auf dieser Seite. Hören, das tut ihr alle ohne Anstrengung. Und ich tat das auch bis vorher. Erst als ich nicht mehr hören konnte, merkte ich, was das eigentlich bedeutet. Hören. Und was mir da fehlt. Bei Gott ist das ein bisschen anders. Erst wenn wir merken, dass wir Gott hören, wird uns bewusst, was uns fehlte, als wir ihn noch nicht gehört haben. Wie kommt Gott in deinen Kopf? Mit welchem Organ nehme ich Glauben wahr? Wie nimmst du Gott wahr? Die Bibel kennt die 5 Sinne, die wir landläufig auch kennen. Sehen, hören, schmecken, tasten und riechen. Und es gibt Texte zu allen diesen Sinnen, wie man Gott wahrnehmen kann. Zu Thomas wird gesagt, reiche deinen Finger her, lege ihn in meine Seite, in meine Wunde und deine Hand und berühre mich in meiner Seite. Und Thomas glaubt, ohne dass er das tun muss. Jesaja riecht den Rauch im Tempel des Herrn und schildert es uns in Jesaja 6. Schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn trauert. Ein bekannter Psalmtext. Denn sein unsichtbares Wesen wird er sehen an seinen Werken. Wir sehen Gott, wenn wir die Schöpfung sehen. Und dann natürlich die Hörtexte. Höret auf meine Stimme, dann werde ich euer Gott sein. Der Hörsinn ist in der Bibel der Wahrnehmungssinn schlechthin, um Gott wahrzunehmen. Im Alten und Neuen Testament taucht das Hören mehr als 1500 Mal auf. Und vielfach wird es verbunden mit dem Hören Gottes. Wer Ohren hat zu hören, habt ihr Ohren zu hören? Der höre, sagt Jesus am Ende vielleicht des bekanntesten Gleichnisses, das er sagt, das Gleichnis vom Sämann. Die Bibel ist also ein Hörbuch. Die ersten Hörtexte der Bibel sind unrühmlich, aber der Vollständigkeit halber muss man sie erwähnen. Sie gehören nicht zu meiner Hitliste der beliebtesten Hörtexte. Der erste überhaupt findet ihr in 1. Mose 3, Vers 8 bis 10. Ihr könnt da gerne hinblättern, ich lese sie hier vor. Sie hörten die Stimme Gottes, des Herrn, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Und jetzt sollte man meinen, freuen sie sich, sie hören die Stimme Gottes. Aber nein, irgendwas stimmt nicht. Nein, alles stimmt hier nicht. Das Hören der Stimme Gottes, das bisher Schmetterlinge im Bauch und Jubelhüpfer in den Beinen erzeugt hat, das erzeugt plötzlich einen Druck auf der Brust und ein Kältegerinnungsgrad im Blut. Sie fürchten sich, die Stimme Gottes zu hören. Was ist passiert? Sünde. Sünde zerstört Freude am Hören der Stimme Gottes. Schrecken vor seiner Stimme. Man will Gott nicht mehr hören. Es zerstört auch das gemeinsame Hören. Das, was vorher ein Fleisch war, wurde plötzlich zu der andere ist schuld. Und so spiegelt die Geschichte der Sünde sich wieder in der Geschichte des Hörens des Menschen. Der zweite Text in 1. Mose 4, Vers 23, 24. Lamech, ein Ultramacho,
protzt vor seinen beiden Frauen. Ada und Zilla, hört meine Stimme. Frauen Lammichs, horcht auf meine Rede. Das geht im Deutschen gut. Hören und horchen mag im Hebräischen dasselbe Wort sein, aber die Übersetzung ergreift das, um was es hier geht. Hören, das ist natürlich mit Aufmerksamkeit etwas verfolgen. Man kann aber auch einfach nur Dinge hören. In der Kindergeschichte vorher habe ich Sie gefragt, was man in der Stille so hört. Ihr könnt das ja mal ausprobieren. Still sein und dann hört man Sachen. Horchen ist noch eine Stufe mehr. Bei Horchen achtet man mit voller Aufmerksamkeit auf etwas. Und die deutsche Sprache spielt das hoch und runter. Zuhören, zu horchen. Ein Lehrer möchte, dass seine Schüler ihm eigentlich zuhorchen. Horcht auf meine Rede. Fürwahr, einen Mann erschlug ich für meine Wunde und einen Knaben für meine Strieme. Wenn Kain siebenfach gerecht wird, Lamech 77-fach. Hören war nie dazu gedacht. Solch Gräuliches und Grausames in das Hirn hineinzulassen. Das Ohr wurde nicht dafür geschaffen. Warum sagt das Lamech zu seinen beiden Frauen? Um Angst und Furcht in ihnen einzuflößen? Um sie gefügig zu machen? Um gewaltsam Achtung von ihnen zu erfordern? Würden Ada und Zilla auch ein MeToo posten? Oder war es einfach nur, um ganz blöd anzugeben? Sünde lässt Fürchterliches hören. Sünde flößt Schrecken voreinander ein. Der dritte Hörtext macht es nicht besser. 1. Mose 11, Vers 7. Wohlan, lasst uns herabfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass sie einer des anderen Sprache nicht mehr hören. So steht es wörtlich da. Wir merken, Hören bewirkt Verständnis, aber Sünde bewirkt, dass man sich einander nicht mehr zuhören will, kann, einander nicht mehr versteht. Das Fazit der ersten Hörtexte ist klar. Sünde hat Auswirkungen auf das Hören. Es bewirkt ein Schrecken vor Gottes Stimme. Es bewirkt ein Schrecken voreinander. Und es bewirkt Unverständnis untereinander. Da gibt es nur ein Mittel. Wir müssen hören lernen. Gelungenes Hören ereignet sich in vielen Schritten. Das beginnt beim Wahrnehmen, dann beim Zuhören oder Zuhorchen, dann beim Dialog, wenn man einander zuhört. Und dann durch gemeinsames Hören, wie wir es auch hier im Gottesdienst machen, geschieht Gemeinschaftsgefühl, Zugehörigkeitsgefühl. Das entsteht dadurch. Und im Austausch mit Gott ist das dasselbe. Wer Gott zuhorcht, ist bereit, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Überhaupt das Hören in der Bibel ist die Grundlage eines jeden Jüngers. Wer Ohren hat, zu hören, der höre. Das findet sich nicht nur am Ende vom Seemann-Gleichnis, das findet sich siebenmal noch in den Evangelien und siebenmal, das kennt ihr, in den Sendschreiben in der Offenbarung. Wenn Jesus das noch einmal sagt, wer Ohren hat, der höre. Ich fasse für mich die Hörtexte der Bibel in drei Kategorien zusammen. Die erste Kategorie ist, wer hört, ist still. Das erinnert mich an den Text in 2. Mose 14, 14. Der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber werdet stille sein. Hören heißt also zunächst einmal nicht selbst reden. Hören heißt schweigen, Ruhe schenken. Und Schweigen und Ruhe, das ist nichts Neues. Das ist Mangelware heutzutage.
Jakobus sagt uns, jeder sei schnell bereit zu hören, aber jeder lasse sich Zeit, ehe er redet. So die Neue Genfer Übersetzung. Oder in den Sprüchen steht, wer antwortet, bevor er überhaupt zugehört hat, zeigt damit seine Selbstgefälligkeit und erntet Schande. Ist es nicht so? In unserer westlichen Kultur sind wir viel schneller bereit zu sprechen als zu hören. Der Prediger, der Lehrer wird mehr geachtet als der Zuhörer. Oder habt ihr schon mal einen Preis für den besten Zuhörer irgendwo verliehen bekommen? An manchen Universitäten gibt es die Preise für den besten Lehrer. Aber einen Preis für den größten Zuhörer? Und dennoch, gehört zu werden, ist ein grundlegendes menschliches Bedürfnis. Nur es geht nicht, wenn nicht jemand zuhört. Und das bedeutet, dass man auch selber lernen muss, zuzuhören. Das betrifft auch das Gebet. Ich bin jetzt ganz ehrlich, ich finde das tragisch, dass wir beim Gebet immer reden. Und wenn wir stille sind, bei uns im Gottesdienst sind wir stille auch beim Gebet, aber dann ist es Stille, damit wir unsere persönlichen Gedanken Gott vortragen können. Wo bleibt da die Zeit im Gebet zum Hören? Mir scheint, wir reden viel zu viel im Gebet. Gebet ist Reden mit Gott und Hören. Stille sein und Hören würde uns allen gut tun. Die zweite Kategorie. Erste war, wer hört, ist still. Die zweite ist, wer hört, ist sein. Zunächst einmal bist du, wenn du hörst, sein Jünger, wenn du dich seinem Wort aussetzt und dir Zeit für Gott nimmst. Wer hört, ist sein Jünger. Das erinnert euch ganz sicher an den Jesaja-Text aus Kapitel 50, Vers 4. Dort steht, Gott, der Herr, hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit den Müden zur rechter Zeit zu reden. Jetzt kommt, er weckt mich alle Morgen, er weckt mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet. Hefatach, tu dich auf. Der Aufruf zum Hören ist der grundlegendste Appell der Bibel, das haben wir ja schon gesagt. Hören ist die wesentlichste Aneignungsform der göttlichen Offenbarung, die es in der Bibel gibt. Wie oft wird gesagt, dass man sein Wort hören soll, das Wort Gottes, das Wort des Herrn, das Wort der Wahrheit. Apostelgeschichte 13, 7, Vers 44 oder Epheser 1, 13. Wie sollen wir denn auch glauben, wenn wir nicht hören? Ruft Paulus seinen Zuhörern zu in Römer Kapitel 10. Es braucht Menschen, die reden, aber es braucht Menschen, die hören, damit die Predigt zum Glauben kommt. Wer hört, ist sein. Da gibt es diese Begebenheit in Lukas Kapitel 10. Schauen wir uns das für einen Moment etwas näher an. Zwei Frauen in der Gegenwart Jesu. Die eine hört, der andere schafft. Lukas Kapitel 10, Abvers 39. Martha hatte eine Schwester, die hieß Maria. Die setzte sich dem Herrn, Jesus, zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihm zu dienen. Und sie trat hinzu und sprach, Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt allein dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe
Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Schaffen hat seinen Platz, überhaupt keine Frage. Wie hat sich das Jesus auch vorgestellt? Zunächst einmal hören alle zu und nachher helfen alle dann mit, um dann gemeinsam zu essen. Also Predigt und Potluck. So soll das im Haus von Martha ablaufen. Aber Martha ist nicht schlechter als Maria. Das sagt er hier nicht, bitteschön. Im Johannesevangelium wird klar, Jesus hat Martha lieb. Jesus trifft Martha zuerst, weil Martha ihm entgegengeht. Martha glaubt an Jesu Heilkraft. Martha glaubt, dass Jesus vom Tod auferwecken kann. Martha glaubt an die Auferstehung. Martha glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Ist Martha schlecht, bitteschön? Nein, überhaupt nicht. Wenn das von uns gesagt werden könnte, dann würden wir uns glücklich preisen. Wir wären glücklich, Marthas zu sein. Und doch gibt es eine Sache, die ihr fehlt. Sie nahm sich keine Zeit zu hören. Weiß nicht, als Christen sind wir echte Schaffer. Christen leisten was, Christen tun was. Die machen das so viel, dass wir immer Probleme haben zu überlegen, tun unsere Werke jetzt zu unserer Lösung beitragen oder nicht? Und darüber wird dann diskutiert. Wir würden dann nicht drüber diskutieren, wenn wir mehr hören würden. Davon bin ich überzeugt. Aber wie hören wir oder genauer gefragt, wie hören wir Gottes Stimme? Wie geht das? Auf Gott hören, zuhören, gehören, gehorchen. Wie funktioniert das? Es gibt Leute, die gebrauchen den Satz, Gott hat mir gesagt, so selbstverständlich, und ich habe das schon oft gehört, Gott hat mir gesagt, Gott hat mir gezeigt, dass ich persönlich dann manchmal Zweifel bekomme und mich frage, war das wirklich so? Hans-Peter Royer, ein österreichischer Bergführer und einer, der christuszentrierte Erlebnispädagogik unterrichtet und gelebt hat, leider schon verstorben seit einigen Jahren, hat mal Folgendes gesagt. Die Phrase, Gott hat mir gesagt, wird oft von jenen gebraucht, die sich von niemandem belehren oder etwas sagen lassen wollen. Das ist ein starker Satz. Mich würde mal an der Stelle interessieren, wie viele von euch haben Gott schon einmal gehört? Und ich meine jetzt richtig, hörbar vernommen. Wie viele von euch haben Gott schon einmal hörbar vernommen, also von außen, ja? Ihr dürft die Hand erheben. Eine Person, ja, ich hätte vorher so geschätzt, zwei oder drei. Gott spricht durchaus hörbar, aber das ist super selten, kommt mir vor, denn wenn immer man das fragt, ist es so, vielleicht 1%, wenn es hochkommt. Und das trifft das jetzt. Ja? Und doch, Gott spricht. Ich persönlich habe Gott, glaube ich, noch nie hörbar vernommen von außen. Und doch spricht Gott. Ich glaube, es ist entscheidend, wie wir uns das vorstellen. Manche glauben ja, dass Gott dann gar nicht mehr spricht zu uns. Und das ist ganz sicher falsch. Denn wenn wir glauben, dass Gott in der Gegenwart nicht spricht und dass Gottes Stimme ausschließlich zwischen zwei Buchdeckel zu finden ist, in diesem Buch, dann beschränken wir Gott ganz ungemein und seine Führung in unserem Leben. Das ist jammerschade. Gott spricht zu uns.
Wir haben ja vorher schon einen Text gehabt, Gott spricht in der Natur zu uns, zumindest so, dass wir erkennen, dass es einen Gott gibt. Aber Gott spricht natürlich auch durch Umstände und Personen. Denkt an den Samuel in 1. Samuel 3. Samuel war noch jung im Glauben. Er hat, so heißt es hier in Vers 7, den Herrn noch nicht erkannt. Das Wort des Herrn war ihm noch nicht offenbart worden. Das ist also ein junger Mensch, ein Kind, würden wir sagen, ein Knabe steht in unseren Übersetzungen, der noch nicht weiß, wie sich Gottes Stimme anhört. Und wir haben in unserer Gemeinde viele solcher Kinder, die sicherlich nicht wissen, wie Gottes Stimme zu hören ist. Und ich hoffe nur, dass wir Eltern wissen, wie das geht. Damit wir dann, wenn die Kinder danach fragen, ihnen auch beibringen können, wie hört man auf Gottes Stimme. Menschen mit langjährigen Erfahrungen sind hier echt wichtig. Denn es ist unsere Aufgabe, unsere jüngere Generation zu erziehen im Hören auf Gott. Gott spricht durch sein Wort, das ist ganz klar. Und da sind wir auch als Adventgemeinde wirklich gut drin. Wir sind ein Volk des Wortes Gottes im Wort. Aber da gibt es noch einen Weg Gottes. Gott spricht auch durch unsere innere, durch eine innere Stimme, nicht unsere, durch seine persönliche, intime Stimme zu uns. Wir haben sie in Johannes 10, Vers 27 gehört. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Meinte er das nur damals? Oder gibt es seine Stimme heute noch? Es ist interessant, in der Bibel stelle ich fest, wenn Menschen beten, dann begegnet ihnen Gott. Petrus auf dem Dach, Apostelgeschichte 9. Er ist im Gebet und Gott spricht zu ihm. Ich weiß nicht genau, wie er zu ihm gesprochen hat, von außen oder von innen. Bei Daniel weiß ich, da kam ein Engel zu ihm, als Daniel betete. Es scheint so, wenn wir beten, öffnen wir uns für eine neue Dimension, die man so einfach nicht bekommt. Beten ist ein Schlüssel, um die persönliche innere Stimme Gottes zu hören. Aber woher weiß ich, dass es Gottes Stimme ist? Ist es nicht vielmehr das, was ich mir denke, was ich mir vorstelle, meine Gefühle und Empfindungen? Ist es meine Stimme oder seine Stimme, die man da hören kann? Wie unterscheide ich? Ich denke, da gibt es einige Kriterien. Das eine ist, dass man sich völlig auf den Heiligen Geist verlassen soll. In Johannes 16, 13 steht, dass der Geist der Wahrheit uns zum vollen Verständnis der Wahrheit führen wird. Denn was er sagen wird, ist das, was er hört von Gott. Das sagt er uns. Das heißt, wir sollen völlig auf den Herrn vertrauen. Im Leben von Ellen White hat Gott viel gesprochen, so glauben wir. Vielleicht ist es deshalb, dass sie mit fester Überzeugung sagen kann, vertraue jederzeit auf den Herrn. Höre auf die Stimme des Gewissens. Immer wieder verbindet sie und nicht nur sie, auch viele andere gläubige, bibeltreue Christen die Stimme des Gewissens mit der Stimme Gottes. Hörst du die Stimme des Gewissens? Dann hörst du die Stimme Gottes. Eine zweite Sache, die da wichtig ist in der Unterscheidung, ist, sich bewusst zu sein, was dich abhält, Gottes Stimme zu vernehmen. Das auszuräumen, dass sie deutlicher wird im Leben. Das Gleichnis vom Seemann ist dafür gedacht. Im Gleichnis von Seemann listet Jesus auf, was einen abhält, auf das Wort Gottes zu hören. Auf die Stimme Gottes. Ein verschlossener Geist. Was veranlasst mich dazu, meinen Geist vor Gott zu verschließen? Furcht, Zweifel, Unglaube, Stolz, Selbstzufriedenheit,
Martin räumt diese Dinge weg, damit die Stimme Gottes deutlicher wird. Ein oberflächlicher Geist in Lukas 8, Vers 13 sagt das Jesus. Ist es mir wirklich ernst, Gott zu mir sprechen zu hören? Ist es mir wirklich wichtig, was er sagt? Oder ist es mir wichtig, was die Leute denken und sagen? Ein beschäftigter Geist im Vers 14. Bin ich zu sehr mit anderen Dingen beschäftigt, um mich auf das zu konzentrieren, was Gott sagt? Jesus sagt, du brauchst einen geistlichen Geist. Das ist, wenn das Wort Gottes auf guten Boden fällt. Und was ist so ein geistlicher Geist? Das ist ein Geist, der bereit ist, das zu tun, was er hört und von dem er weiß, dass Gott es so möchte. Da komme ich zu dem nächsten Punkt. Wie unterscheide ich? Der Gedanke, der mir innen kommt, ist so vollmächtig, dass ich nicht mit dem Gedanken diskutieren kann. Ich kann nicht herumdeuteln und sagen, nee, so ist es nicht. In der Bibel steht das so. Nein, er stimmt völlig mit dem überein, was ich auch in der Bibel lese. Und der Geist dieser Stimme ist stimmig. Er ist freundlich, gütig, weise, rein, friedevoll und milde. Der Inhalt dieser Stimme stimmt völlig mit dem Wort Gottes überein. Deswegen sind Eindrücke und Gefühle zu unterscheiden. Gott kann auch die lenken, aber Gott spricht zu dir in der Stimme deines Gewissens. Und die Frage ist, was tust du dann? Wenn du sagst, ich habe Gott noch nie gehört, innerlich in der Stimme des Gewissens, dann musst du dich fragen, bist du bereit, Gott denn auch wirklich zu hören in allen Bereichen deines Lebens? Ich führe noch eine Aussage von Ellen White hier an. Sie sagt, wenn ein Mensch einmal die Einladungen zu Rechtweisungen und Warnungen des Geistes Gottes vernachlässigt, wird sein Gewissen geschwächt, weil Gott durch das Gewissen spricht. Und wenn er das nächste Mal ermahnt wird, wird es schwieriger sein, Gehorsam zu leisten als zuvor. So geht es bei jeder Wiederholung. Man macht da also so eine Art Bahn in das Gehirn, die man immer wieder geht. Das ist wie eine Schneefläche, bei der man einmal diesen Weg geht und dann nächste Mal geht man natürlich dort, wo die Fußtapfen wieder sind. Und so wird dann die Bahn gezogen. Du kannst die Bahn in beide Richtungen ziehen, auf das Gewissen nicht hören oder eben auf das Gewissen hören. Sie fährt fort, das Gewissen ist die Stimme Gottes, die inmitten des Konflikts der menschlichen Leidenschaften gehört wird. Du hörst sie. Widersetze dich ihr nicht. Betrübe nicht den Geist Gottes, der in dir durch das Gewissen spricht. Es geht also beim Stimme Gottes hören darum, aufmerksam zu sein, zuzulassen, dass da eine Stimme ist, die dir sagt, was du tun kannst. Und ich denke, hätte ich euch das so gefragt, dann hätten sich wesentlich mehr gemeldet. Wer hat so eine Stimme schon einmal gehört? Ja, das ist dann mehr so im Bereich 90% und mehr. Liebe Freunde, das Wort Gottes legt uns nahe, dass das tatsächlich Gott ist, der so spricht. Und natürlich dürfen wir uns hinterfragen, immer wieder, sind das jetzt nur meine Eindrücke und Gefühle oder mein Wunschdenken? Und trotzdem, wenn diese Stimme spricht, ist sie klar, ist sie verständlich, ist sie so deutlich, dass du weißt, es ist nicht deine innere Stimme. Und so gibt es viele Arten, wie wir Gottes Stimme hören können. Durch sein Wort, durch die Situationen oder dadurch, dass wir sie innerlich vernehmen. Und dann auch gehorchen. Das bringt mich zur dritten Kategorie von Hörtexten. Wer hört,
ist selig. Es gibt drei Seligpreisungen des Hörens in der Bibel. Matthäus 13, Vers 16, selig sind eure Ohren, dass sie hören. Lukas 11, 28, selig sind die, das Wort Gottes hören und bewahren. Offenbarung 1, Vers 3, selig ist der, der liest und die, da hören, die Worte der Weissagung behalten, was darin geschrieben ist. Selig, was bedeutet das? Das bedeutet, dass Gott mit Wohlwollen auf dich blickt und sagt, ei du gute Magd, ei du guter Knecht, wohlgetan, ich freue mich darüber. Er überschüttet dich mit Gutem. Wer hört, ist selig. Wer hört, der handelt. Einer der bekanntesten Hörtexte im Alten Testament ist, höre Israel, der Herr ist Gott, der Herr allein. Aber dann geht es noch weiter, dann kommt das Wandeln und das Handeln. Ihr sollt dem Herrn, eurem Gott, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all eurer Kraft, wenn es mit ganzem Herzen heißt, meint es mit ganzem Verstand, lieben. Wer hört, der liebt. Wer hört, erhält Führung. Deswegen fühlt er sich glücklich, glückselig. Jesaja 30, 21, wenn ihr nach rechts oder nach links gehen wollt, werden deine Ohren hinter dir das Wort hören, diesen Weg geht. In Zeiten, wo wir auf Navi und Google Maps vertrauen und darauf hören, wie wir gehen sollen und fahren sollen, ist dieser Text ohrnah, möchte ich sagen, hautnah dran. Es ist eine Verheißung, dass wir unseren Lebensweg jederzeit von Gott gehört bekommen können. Moralisch-ethische Entscheidungen, Berufungen, Lebenshingabe und Aufgabe. Gott spricht. Wer hört und gehorcht, hat Gottes Versprechen. Den Israeliten sagt er, hört auf meine Stimme, horcht mir und euch werde ich keine der Krankheiten der Ägypter auferlegen. So ist der Appell der Bibel an dieser Stelle, glaube ich, recht klar. Das Ohr ist ein Bild für die Bereitschaft, unser Leben so zu gestalten, dass wir auf Gott hören. Gelungenes Hören ereignet sich in vielen Schritten. Das beginnt einmal beim Stille sein, beim Hören und Zuhören, beim Miteinander hören in der Gemeinde. Gemeinschaft schaffen und dann natürlich als Jünger Jesu auf Jesus hören, auf die Stimme des Geistes hören. Und so möchte ich euch diese drei Kategorien einfach nur mal mitgeben. Entschließen wir uns erneut dazu, Gott zu hören. Wer hört, ist still. Wer hört, ist sein. Wer hört, ist selig.